Und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Minecraft mit Fabi, Domme und Thomas im Gepäck. Naja, nicht im Gepäck. Oh Mann, das müssten wir mal machen, Rollentausch. So, Frau Horst oder sowas. Dann müssen wir uns gegenseitig irgendwelche Namen geben und jeder, der... Ja, dann muss das müssen wir echt mal machen, Und jeder, der den anderen mit einem falschen Namen anspricht, der muss einen kurzen trinken. Das wird bestimmt eine lustige Folge. Jeder muss das machen, was der andere normalerweise macht. Dann muss ich das machen, was der Domme macht. Schafe vermöbeln. Das machst du auch in deiner Person selber schon. Das ist ja das Gute daran. Es ändert sich nichts. Oh Mann. Wo hab ich, muss denn der andere Steinblock finden, den ich hier abgebaut habe? Guck nicht meine Kühe an, die haben den bestimmt nicht gefressen. Das ist der Pflasterstein? Ja. Stacks, die laufen einem weg hier. Unglaublich. Boah, hier ist ein Loch im Boden. Verdammt. Vorsicht, Kadi. Meine Brücke ist noch nicht gesichert. Ja. Ich wollte eigentlich auch gar nicht, das Loch meinte ich nicht. Achso. Wie baut man nochmal eine Trapdoor? Mit Holz. Das hilft ihm auch sehr weit. Weil diese konstruktiven Begriffe, Beiträge hier. Sei froh, dass überhaupt jemand was gesagt hat. Ich mach mal hier das Loch ein bisschen größer und baue noch ein bisschen Kohle ab. Ah, war rein. Nein. Ich kipp ein bisschen Lava rein, du dai, du dai. So. Oh, das erinnert mich an was, wenn ich... Ach du Scheiße, es wird dunkel. Wenn ich wieder einen Plattenspieler baue, dann muss ich definitiv noch was an meinen Spieldateien wieder umändern, sonst kriegen wir Probleme mit der GEMA. Dann geh mal nach Hause. Nein, ich habe ja die Minecraft-Musik ersetzt. Wenn ich irgendwas am Plattenspieler abspiele, dann kommt auf jeder Platte ein anderes Lied von Bastille. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Ja. Und. Ja, ich bringe freiwillig in die Lava. Ach, ihr seid doch so scheiße. Sag mal, Kadi, das sieht in der Version richtig gut aus, oder? Welcher Version? Mit dem Mod sieht das eigentlich richtig gut aus, diese Trapdoors. Ja, ja. Die sehen ja bei mir aus. Moment, muss ich mal gucken. Ja, schau, bei mir sieht es auch echt gut aus. Was meinst du, sollen wir das so lassen so? Warum nicht? Ah! Ihr macht irgendwas Ich wollte ihn eigentlich da reinschauen. Warte, ich mach die noch nicht mehr auf. Yay! Yay! Und der andere Zombie ist so doof und rennt direkt durchs Feuer. So ein Idiot. Ah, jetzt brenne ich auch. Ich hau ihn! Ich vermöbel ihn mit der Schaufel. Okay, ja, das hier vorne funktioniert nicht so richtig. Ich glaube, das mache ich wieder weg. Dafür müsste man ein komplett großes Loch bauen. Ansonsten funktioniert das nicht. Ich brauche mehr Eichenlaub, fällt mir gerade mal so auf. Ich muss meine Hecke weiter ums Haus ziehen. Jetzt habe ich allen Ernstes mein einziges Eichenlaub hier. Das gibt's doch nicht. Hier sind überall. Vorsicht, Kadi. Da kommen Zombies und so. Ich finde, die Falle funktioniert hervorragend. Zwar nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, aber sie rennen alle durchs Feuer. Ja. Eins A. Oh, hier könnten wir eine Bank hinbauen. Oh, ich baue jetzt eine Bank. So. Übrigens, keiner sollte vor meiner Treppe den Boden weghauen. Ich habe einfach nur mal Steine drüber gebaut. Da sind wir dann aber drunter. Gut zu wissen. Ich könnte hier eigentlich... Ah ne, wobei, dann brennen wir wieder die ganze Leiter ab. Ich will gar nicht wissen, was du schon wieder für komische Ideen hast. Ich wollte das Ganze nach oben brennend machen, quasi so. Mhm. Weiß nicht, dass das geil aussehen würde, wenn die ganze Treppe nach oben brennt. Wow, was haut mich denn da? Du scheiß Zombie.
Weißt du nicht, dass das cool aussehen würde? Ja, schon. Aber ich bin damit ein bisschen skeptisch mit Warum? Solchen Sachen. Oh, schau mal, die schöne Bank, die ich gebaut habe. Ich bin so stolz auf mich. Davor kommt jetzt noch der Boden weg. Da kommt dann Kies hin. Hat noch jemand Kies? Was ist mein Feuerzeug? Darum kann ich noch so ein paar Blumen pflanzen. Ich hab doch hier... Kalli, deine Bank brennt. Oh nein, es ist nicht dein Ernst. Nimm das Feuer da weg. Nimm das Feuer da weg, so gut. Es will doch nur... Es hat sich nur auf die Bank gesetzt. Wie weit springt denn das Feuer bitte rüber? Da sind drei Klötze... Das war Mr. Feuerzeug. Oh. Mr. Feuerzeug kriegt gleich mal ganz gehörig eins von mir auf die Birne. Sexentzug. Hä? Das... Ah! Ich hab den Boden vor ihm entzündet. Da ändert ein Enderman durch die Tür. Nur einer, es sind ein paar mehr. Ich hab da noch welche gesehen. Wie viel hält das denn aus, das Creeper-Dingens? Der hat jetzt ewig gebrannt. Oh. Ich hab ihn erwischt, bevor er explodieren konnte. Der ist fast so leicht, der ist fast so leicht zum Explodieren zu bringen wie du, Kadi. Hahaha. Oh, hier ist aber auch. Ist hier eigentlich nur Nacht? Ich will ja. Was ist das? Ich werde beschossen. Lalalala. Mach's gut, Kadi. Ich geh da mal. Warte, ich komm mit. Slowly. Hühnchen, tausch mir gegen Fleisch. Hey. Was denn? Du machst meine Verteidigung, mein Schutzmechanismus. Entschutz. Ja, mach's halt wieder zu. Wie nett sie doch ist. Wie soll ich es denn von außen zumachen? Dann komme ich ja wieder nicht mehr raus. Ja. Lalala. Ich bin ganz ruhig. Lalala. Was wird denn zum Explodieren bringen? Noch bin ich an einem Stück. Das ist eine Fabi, 30 warum Sekunden du mich? Zündschnur. Nein. 30 Sekunden gesagt? Ich meinte natürlich 3. Scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Was ist denn eigentlich gerade rum? Hier, komm. Auf der Seelensandbrücke. Ich hab dir einen... Komm, ich hab dir einen Lolli mitgebracht. Es ist Schnittlauch. Das ist ein Lolli bei mir. Das ist trotzdem Schnittlauch. Jetzt meinen Sie, wie Schnittlauch aussieht? Das ist ein langer Stiel mit einer rosanen Kugelblüte dran. Also ein Lolli. Oh. Oh, da schießt was. Ja, hier von der Seite stecken Pfeile drin. Aber wo kommt der her? Da unten vor meiner Haustür steht der. Da kommt steht jetzt ein Enderman neben der Brücke. Ich hab ihn gesehen. Ja, da unten. Oh Gott. Er hat mich angeschaut. Ich höre es auch brummen. Ich habe Angst. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein! Oh Gott! Das war so gruselige Geräusche. Ich habe einen Eimer, aber kein Wasser drin. Verdammt. Oh, hier ist irgendjemand richtig böse. Ja, der Enderman ist... Aus Enrage. Ja. Ich hab einen Eimer. Aber schau mal, bestaun doch mal meinen Teppich, oder? Ja, schön. Hier faucht aber trotzdem was. Ach komm, hier drin sind wir sicher. Nee, sind wir nicht. Das ist hier 3 Blöcke hoch. Das heißt, er kann sich hier rein teleportieren, du Genie. Echt, wollen wir mal runter gucken. Ich bin ja, er steht hier unter unserem unter mir. Und faucht so ein bisschen vor sich hin. Boah, ich muss gucken, ob ich einen Eimer Wasser noch irgendwo habe. Hier schießen immer noch die Skelette.
Jetzt er weg. Ist. Ja. Die Frage. Nee, der faucht immer noch. Der ist hier drin. Echt? Ja. Ah! Er greift mich an. Er hat mir mein Feuerzeug weggenommen. Wo ist er jetzt hin? Der faucht immer noch. Tag. Seid gerettet. Nee, der Enderman ist auch bei Tag, glaube ich, pissig. Ja. Boah, der hat mich aber ordentlich runtergehauen. Wer ist hier irgendwo? Hinter mir! Hinter dir! Radi, er ist neben dir fast. Er ist genau auf der anderen Seite. Du kannst hinter mir wieder zumachen, ich bin dann mal weg. Ist das hier zu heiß bei dir? Oh, Creeper! Boom. Was denn? Der Creeper! No! Das ist scheiße! Wer steht der Creeper? Lass mich bitte mal unten durch dein Haus raus. Ich habe keinen anderen Ausgang mehr. Oh, Alter! Dein Haus braucht einen Notausgang. Erstmal da gehüpft. Oh. Gut, dass Creeper Idioten sind. Ja, ich könnte den einen hier unten nochmal machen. Es ist halt nur die Frage, wo steht er jetzt? Oder ist er da dran gestorben? Oh, da steht noch ein Skelettbogenschütze im Schatten. Alter! Horror-Action auf der Seniorenfarm. Aber echt, ich krieg echt Schiss, wenn ich diese Scheiß... Was, warum? Die ganzen Pfeile. Achso! zwei im Arsch, einen in den Beinen und einen im Kopf. Die sind eher am Oberschenkel. Okay, ich brauche jetzt irgendwoher Kies. Wo habe ich denn eben so viel Kies gesehen? Ich glaube, irgendwo auf der in der Richtung bei meiner Kirche da hinten, die ich gebaut habe. Da ist unten, erst bei dem Berg dahinter, ist ganz viel Kies in der kleinen Höhle. Und außerdem bräuchte ich mal so zwei Glowstone-Lampen. So aus Redstone, Glowstone oder Glowstone? Das, was ihr bei euren Laternen habt. Jetzt gerade da dran. Ich habe noch ein bisschen was aus dem Dust. Ich mache hier nämlich gerade eine richtig gemütliche Sitzecke. Ja. Da ist gerade der Creeper an meinem Fenster vorbeigelaufen. Oh, da oben, da läuft er rum. Dieser garstige... Schau, Fabi, das wird doch schön hier, oder? Ja. Alter, und du hast hier diese hässliche Treppe hingebaut. Mach sie doch weg. Mach ich auch. Oh, da steht ein Skelettbogenschütze mit verzaubertem Bogen im Loch. Im Loch, ja. Loch ist Loch. Wo findet man überhaupt Kies?
Im Untertage findet man den haufenweise, weil er einen gerne erschlägt. Ich dachte, du hast keinen Ausgang mehr. Ich baue den jetzt auch wieder. Ich mache jetzt hier quasi so einen Notfallschalter, will ich jetzt bauen. Scheiße, ich habe Wasser gefunden. Oh, warum ist immer da, wo ich eine Höhle baue, gerade Wasser? Okay, dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Also bis gleich.